So sieht also ein Rennen aus. Das ist doch schön. Jetzt weiß ich das auch. Na gut, also die fahren aber trotzdem erstmal vorweg. Wir müssen aus dem Stand starten, weiß ich auch nicht warum, aber es soll ja fair sein. Also für die. Boah, hat es den zerfetzt. Ja, streitet ihr euch ruhig, ich fahr vorbei. Ich muss ja eh nur Dritter werden. Junge. Oh yeah. Schöner Drift auf jeden Fall. Von mir gerade. Ja, ich bin der übelste Drift King. Boah, du kleine Ratte, du, ey. Shit, ey. Ich hau die und slamme die weg ohne Ende, weißt du, nichts passiert. Einmal berührt er mich ganz kurz, ich dreh mich. Als wäre nichts gewesen. Als wäre ich hier Glatteis oder sonst was. Scheiße, was hab ich da gemacht? Mist, ey. Na komm, ey, dritter Platz, den werde ich ja wohl erreichen können noch. Gibt es hier keine Garage oder sowas? Hier so eine Reparatur? Boah! Danke, dass du mich da weggeslampt hast. Toll, ja. Wie Speedpoints verloren, aber noch nicht alle, oder? Alle Speedpoints verloren? Ne, Ziel ist abgeschlossen. Der Wagen ist scheiße. Der ist geil. Sieht zumindest geil aus. Durch die Meute nach vorn. Ja. Ja, ja, ja. Auf Kopf. Durch die Meute nach vorn. Der Dodge, der sieht auch nicht schlecht aus. Aber. Steuert sich halt doof. Verfolgungstechnologie, was sind wir denn hier? Schockwelle. Fette Rims oder was?
Naja. Nee, 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 nee. Nummer chill, bla 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 bla. Oh ja, nimm, lass uns mal das Blau nehmen. Leistungsupgrades. Okay. Also da seht ihr, was man tun kann, was nicht. Also sowas halt. Ja, muss jeder selbst wissen, wie er es findet, ob gut oder schlecht. Ist okay. Es ist aber auch so wenig und so belanglos, so wie es zumindest scheint. Upgrade dort, Upgrade dort. Es kommt irgendwie so lieblos rüber, weißt du? Weiß ich nicht. Aber wenn man am Ende den guten Unterschied spürt, dann warum nicht? Alter, der sieht doch schon wieder viel pornöser aus, der Wang. Auf jeden Fall. So. Ein Zeitfahren, dann machen wir das als erstes. Warte. Gibt's keins, was näher drin ist? Ja, auch nicht viel. Doch in die andere Richtung. Boah. Was war das denn jetzt von mir? Was eine Scheiße, sag mal. Was ist denn das, diese Verfolgungstechnologie? Als Racer auch noch, sag mal. Ich bin ein Fahrer, ich will einfach nur fahren. Und ich irgendwie hier, was weiß ich, für Faxen machen. Boah, hätte ich auch gerade ausfahren können, shit. Wie kann ich denn durchschalten, Alter? Ach, Schockwelle habe ich jetzt mit einem anderen Knopf. Ach so. Okay. Ich kann nicht durchschalten, ich muss einfach nur einen anderen Knopf benutzen. Okay. Boah, mit dem Wagen macht es direkt schon viel, viel mehr Bock. Bam, kriegst noch eine mit, ey. Und ist direkt das Zeitfahren, super. So, dann wollen wir mal sehen. Gegen die Zeit jetzt. Boah, richtig geil die Kurve genommen. Was will der von mir hinter mir? Will der Stress oder was? Kann er haben, er hat doch schon seine Abreibung bekommen. Alle möglicher Code 3 Einsatz. Habe hier einen Raser auf Kingfisher Road, ignoriert meine Lichtsignale. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Verdächtiger verursacht Sachschaden, um es zu blockieren. Officer meldet, Racer zerstören öffentliches Eigentum. Geil!
what the fuck, was ist das für eine Strecke? Wie geil, ey. Das will ich doch nur, ey. Ich will doch nicht irgendeinen so einen Schnickschnack einsetzen. Ich will da einfach nur Gas geben, weißt du? Mehr will ich doch nicht. Und einfach mal 25 Sekunden über Goldzeit sein. Ach, easy, locker. Habt ihr den Move gesehen? Ach, fast hat er geklappt, ey. Fast hat er geklappt. So. Schnell weg hier. Der Wagen ist ultra geil. Der ist immer geil, oder? Puh. Das sollen die echt mehr machen. So, solche, so einfach nur Rennen fahren. Einfach nur Gas geben. 1 gegen 1 gegen die Zeit. Mit 5 Mann, mit 6 Mann. Plus die Verfolgung. Das ist geil. Das macht richtig Bock in diesem Spiel. Aber dieses Schnickschnack hier ist Hebidi-Bab-Betrieb. Das braucht da keine Sau. Das macht echt keine Sau. Schon wieder Rang erhöht. Nochmal einen neuen Wagen. Was haben wir da? Oh, den M3 hier. Die Underground-Fahrer in Redview County haben sich immer unauffällig verhalten. Aber seit einem Video letzte Nacht, in dem ein Racer einen Cop abhängt, haben Dutzende andere Racer damit begonnen, ebenfalls ihre Videos im Netz zu posten. Der Bezirksstaatsanwalt hat sich deutlich zum Thema geäußert und angekündigt, dass die Behörden von Redview County alle Street Racing-Videos untersuchen werden. Und jeder Fahrer, der identifiziert wird, muss dann mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Man nennt es Stockholm-Syndrom, wenn sich Opfer mit ihrem Kidnapper identifizieren. Wenn man die Leute, die einen unterdrücken und misshandeln, akzeptiert und sogar mag. Wir sind frei. Lehnen Autorität ab. Wir entkommen. Flüchten. Trotzen dem Status quo. Aber eines Tages zerbrechen wir. Die Reality-Show geht weiter. Zeit für blaue Flecken. Fahren, ausbrechen. Die Reality-Show geht weiter. Die Reality-Show geht weiter. So. Jetzt würde ich sagen, wieder zu den Cops wechseln. Also ein bisschen... Sie müssen ihre Lektion lernen. Die Abwechslung oben halten. Oh, hier haben wir denn noch den ersten Martin. Den nehmen wir doch mal. Verfolgungstechnologie. Achso, die müssen wir auch. Achso, das gilt nicht für alle Bullenwagen, sondern jeden einzelnen. Okay, cool. Auf jeden Fall die Schockramme. Das andere, EMPs, ist. Das mit der Erfassung, ey. Geh mal weg, bitte, bitte. Und jetzt. Ich bin nicht Robocop auf der Straße oder sowas. Ich will einfach nur fahren, Mann. Einfach nur fahren. Aber diese Schockramme und Nagelband, das ist okay, das ist okay. Aber hier, was weiß ich, hier irgendwelche Elektroimpulse wegschießen. So, raus hier. Wir müssen auf die Straße, weißt du, für Zucht und Ordnung halten. Zucht und Ordnung sorgen, wenn ich nicht halten. Aber man merkt bei diesem Spiel, man merkt es wirklich durch und durch. Und auch das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dass es dieses ganze Internet verbinden und hast du nicht gesehen, sehr stark in den Vordergrund stellt. Das heißt, wenn ihr mehrere Freunde habt und so weiter, die auch das Spiel haben, dann wäre das, glaube ich, auf jeden Fall ein besseres Spiel als so für einen alleine. Weiß ich nicht, für einen alleine ist es, glaube ich, nicht das beste Spiel. Es macht schon Bock, aber weiß ich nicht.